Ein Traum ist eine Wirklichkeitsinszenierung im Erleben. Wenn es sich um Nachtraum handelt, nächtlichen Erleben, aber wir kennen auch Tagträume, dann ist es eben zu einer anderen Zeit in einem anders irgendwie charakterisierten Erlebenszustand. Und wenn wir uns fürs Träumen interessieren, interessieren wir uns also für die Inszenierung von Wirklichkeit im Erleben. Und das heißt bei uns, was wird inszeniert und wie wird inszeniert. Und ich weiß nicht, ob ich das letztes Mal schon ein Stück mehr betont habe, dass bei uns das Wie, Wirklichkeitsstile, die Art Wirklichkeit zu kreieren, oft das Interessantere ist als das Was. Also an welchem Beispiel zeigt sich jetzt diese Art, Wirklichkeit zu inszenieren. Nehmen wir mal an, damit symbolisiere ich die Bühne des Traums, die Bühnen, was dort geschieht. Jetzt ist es ja so, dass wir von diesen Bühnen, wir selbst als Träumer, wie auch die, die sich mit einem Träumer unterhalten, ja nur erfahren über die Erinnerung an den Traum. Das heißt, da gibt es, der Traum ist nicht zu kriegen ohne den Stil der Erinnerung, ohne die Wirklichkeitsinszenierung im Stil des Erinnerns. Und es ist klar, dass jemand, der sich gern und intensiv erinnert, einen anderen Traum so gesehen hat, als jemand, der das nur lästig findet und sich nur, weil er Angst, Schweißperlen auf der Stirn hat, wenn er aufwacht, irgendwie mit seiner Erinnerung auseinandersetzt. Wenn wir jetzt einen Traumdialog halten, dann ist es ja eine Traumerzählung. Das heißt, die von der Erinnerung des Traums, der etwas erzählt vom Traum. Und diese Traumerzählung findet in einem Kontext statt. Das ist dann eine nächste Ebene. Der eine Kontext ist natürlich einfach der Dialog des Traumes mit dem anderen. Jetzt kommt die andere Person mit rein. Bisher war das ja alles intern abgehandelt. Aber auch das Event, in dem das stattfindet. Die anderen Menschen, die da sind. Und dann kommen weitere Färbungen der Erzählung da mit rein. Wenn wir es also jetzt mit dem Träumen zu tun haben, haben wir es eigentlich mit all diesen Ebenen zu tun. Und wir wissen am Ende, weil wir ja dem Traum, der Traumerzählung im Kontext begegnen, zunächst gar nicht, was müssen wir wohin tun. Und sehr oft ist es so, dass die eigentliche Trauminszenierung für den jeweiligen Zweck fast weniger interessant ist als die Bühnen, die Zwischenbühnen für die Träume und der Stil der Wirklichkeitsinszenierungen im Zusammenspiel dieser Bühnen. Das heißt, wenn ich meinen Ansatz nenne, der schöpferische Dialog anhand von Träumen, ist eigentlich die Traumerzählung meist nur Anlass, um mich mit dem Kreieren und Gestalten von Wirklichkeit im Erleben des Menschen oder in der sozialen Interaktion mit anderen, in der Auseinandersetzung mit der Welt zu beschäftigen. Also es ist nicht Traumanalyse im Sinn von Inhaltsanalyse, womöglich unter einem bestimmten Gesichtspunkt, nämlich der Symbole und die dort vielleicht unter freudianischen Gesichtspunkten, der Umgang mit Trieberleben oder Ähnlichem. Das ist eine mögliche Variante, aber es gibt ganz viele andere Varianten, womit wir uns befassen können, wenn wir mit Träumen arbeiten. Und das habe ich ja letztes Mal, glaube ich, auch schon deutlich gemacht, dass wir überhaupt mit Träumen arbeiten und darüber reflektieren, ist von daher eine Übung im Umgehen mit dem Gestalten von Wirklichkeit. Und es schafft, wenn wir das in einem Weiterbildungskontext tun oder in einem Organisationskontext, eine vielschichtige Wirklichkeitskultur. Das heißt, wenn wir uns auf diese Weise mit Träumen oder anderen narrativen Dingen beschäftigen,
schafft es eine Bereitschaft, auf ganz vielen Ebenen zu versuchen zu verstehen, wie eigentlich dieses Konglomerat an Wirklichkeit, mit dem wir hier gerade befasst sind, jeder in seiner Weise und alle irgendwie wir zusammen, wie das eigentlich zustande kommt. Also das ist Verständnis überhaupt von Träumen. Und ich nehme jetzt mal, tue jetzt mal wieder so, als gäbe es den Traum, vereinfacht. Dieser Traum erzählt von irgendetwas. Und in der Traumanalyse, speziell in der Jungschen Traumanalyse, haben sich im Prinzip, oder was, mal erst was anderes, die erzählen von irgendwelchen Welten und Erleben des Menschen, der träumt. Oder mit denen, der in irgendeiner Weise in Kontakt ist. Und anders als in der klassischen Traumanalyse, wo wir sagen, es erzählt immer von dem Menschen, von seiner Biografie, von seinem Triebschicksal, gehen wir hier ganz anders experimentell dran. Wir sagen, der Traum erzählt etwas und erzählt auch von Wirklichkeitserzeugung. Ein Mensch erzählt auch sonst auf anderen Bühnen des Lebens, Privatwelt, Organisationswelt, Berufswelt, Kindheit, Alter, zum Thema Beziehungen, zum Thema Leistung. Diese Traumstory kann auf erzählerische Weise etwas beleuchten, was auch Wirklichkeitsinszenierung in anderen Welten anderen und zu anderen Themen sind. Damit wir verstehen können, wie der Traum vielleicht etwas von dem widerspiegelt, sei es, dass es hier gerade ist, zum Beispiel die Weiterbildungsgruppe. Wenn ich frage, dieser Traum von heute Nacht, wenn der etwas erzählt von dem Kontext hier, was könnte das sein? Also auch wenn der Träumer gar nicht auf die Idee kommt, diesen Bezug herzustellen, können wir probeweise diese Weltenbühnen, Stories, Erzählungen nebeneinander legen und sie wie bei der Spiegelung, die er ja kennt, im wechselseitigen Licht betrachten, ob die übereinander etwas erzählen und Verstehenshilfen darstellen können. Also ein experimentelles Umgehen mit Träumen. Das heißt, wenn wir Träume bewusst etwa im Organisationsbereich benutzen wollen, um mein Verständnis zu meinen Mitarbeitern oder in Führungsbeziehungen zu analysieren, lassen wir das Privatleben ganz weg als mögliche Bezugsfelder und gehen speziell zu Bezugsfeldern, die mit dem Thema Führung zu tun haben. Angenommen, dieser Traum hat irgendeinen Bezug zu den Führungsbeziehungen in letzter Zeit. Gäbe es einen. Das heißt nicht, dass wir behaupten, der war da und wir finden ihn heraus, sondern wir erzählen zwei Storys nebeneinander, gucken, ob sie zusammen mehr Sinn machen, als wenn wir nur eine allein erzählen. Das heißt, die Storys befeuern sich mit Verständnis und Sinn gegenseitig. Und weil die verschiedenen Storys ja immer mit einem Menschen zu tun haben, der die erzählt und erlebt, hat es natürlich immer auch irgendwie einen Bezug zu der Wirklichkeitserzeugung dieses Menschen, also die Wahrscheinlichkeit, dass wir Bezüge finden, die sich gegenseitig erhellen, ist relativ groß. Sehr ungewöhnliche Art. Dafür ein Beispiel? Ja, also es träumt nachts jetzt zum Beispiel jemand, er kämpft mit einem Tiger. Jetzt hat er seine Jugend in Indien verbracht. Jetzt könnte ich natürlich sagen, okay, hat das einen Bezug zu Szenen einer Vergangenheit? Dann sagen wir ja. Wir waren da und da gab es Tiger, die gab es in einem Tor, so, da durfte ich aber nicht hin, weil meine Mutter so viel Angst hatte und so, dann kam man den Traum. Und heute Nacht ging es aber so, dass ich mit dem gekämpft habe und obwohl ich Angst hatte, ist eigentlich gar nichts passiert. Und jetzt kann ich daraus ein Thema machen, komme ich heute drüber weg, über die Ängstlichkeit meiner Mutter in der Auseinandersetzung mit kräftigen Erscheinungen irgendwas zu machen. Wenn aber diese Privatwelt jetzt nicht Thema sein soll, kann ich sagen, okay, dieser Kampf mit dem Tiger, gibt es irgendeine Ähnlichkeit in den Qualitäten, etwa in der Auseinandersetzung am Arbeitsplatz?
in Führungsbeziehung. War der Tiger ein weiblicher Tiger oder ein männlicher Tiger? Geht's in Horden von Tigern geht es klar um Hierarchie? Gibt es da Bezüge? Also das heißt, ich fange auch selbst an, Bezüge herzustellen und dem anzubieten, dass er aus dieser, dass er die, seine Tiger-Story probeweise mit Hierarchiethemen, Führungsthemen, Auseinandersetzungen mit Männlichkeit auf der männlichen Stil oder weiblichen Stil im eigenen Unternehmen, eigene Durchsetzungsfähigkeit, sich trauen zu kämpfen, Kämpfe vermeiden. Hat der Tiger heute Nacht mich angefallen oder bin ich im Käfig rein und habe mich dann gewundert, dass er mich anfällt. Habe ich gedacht, er zerfleischt mich, habe aber gesehen, es war eigentlich, obwohl ich jetzt so erzähle, als wäre es ein schlimmer Traum gewesen, wenn ich mich genau erinnere, war es eigentlich ein lustvolles Ringen. Ich habe meine Kraft gespürt wie selten. Das heißt, sowohl im Verständnis der Vorgänge am Arbeitsplatz, wie auch im mich darauf einstellen, wie ich diese Wirklichkeiten für mich interpretieren könnte, gewinne ich aus dieser probeweise Auseinandersetzung mit demselben Traummotiv im Arbeitsbereich Impulse, die vielleicht ganz anderer Natur wären, als wenn ich mich zum Beispiel auf meine Kindheit beziehe. Ist das verständlich? Ja. Insofern ist das natürlich nicht ein Ansatz des Herausfindens, sondern ein kreativer Ansatz des Hineinerfindens. Hängt natürlich davon ab, ob diese Parallelisierungsangebote beim anderen irgendwie Sinn machen und verfangen. Man kann die jetzt nicht einfach nur draufsetzen und wild hineinkonstruieren. Das gilt aber für jede Art sinnvoller Kommunikation. Es ist ein Angebot und der andere muss Interesse daran gewinnen, diese Story zu der seinen zu machen und für sich nutzbringend weiter zu spinnen. Und dadurch hat er eben eine bildhafte, narrative Art, sich mit einem Thema auseinanderzusetzen, von der wir heute aus der Hirnforschung wissen, dass das sehr viel mehr Suchprozesse und Klärungsprozesse und Haltungen auslöst, als wenn wir eine sachliche Analyse machen. Also, was wir machen, ist ein Traumgeschehen oder eine Art des Erinnerns oder eine Art des Erzählens, was wir vorher differenziert haben, mit anderen Geschehen, die Erinnerung an die Geschehen, das Erzählen vom Geschehen, den Umgang damit in Kontexten in Bezug zu setzen und damit auf eine recht komplexe Weise zu parallelisieren, wie wir Wirklichkeit erzeugen. Dabei gibt es in der jungen Psychologie generell zwei Arten der Deutung. Das eine ist die subjektive, die Deutung auf der Subjektstufe und die Deutung auf der Objektstufe. Und dass der Träumer ist, meine Zeichnungen waren schon immer zum Weinen. Da, und das sind jetzt die ganzen Bühnen, von denen wir gesprochen haben. Dann Träume auf der Subjektstufe sagen immer, das hat er ja geträumt. Und wenn ich mit dem Träumer rede, sind es ja seine Interpretationen, gespiegelt durch mich, angeregt durch mich, insofern, wenn man so will, vielleicht auch in einer Weise unserer beider Reaktion. Aber es sind alles Projektionen. Das heißt, das, was in die Wirklichkeit, von der berichtet ist, jeweils erzählt etwas von mir. Das bin alles ich, sonst könnte ich es ja nicht träumen. Ich bin auch der Tiger. Denn ich kann ja keinen Tiger träumen, wenn in mir kein Tiger ist. Wenn ich aber von einem Tiger träumen kann, gibt es in mir eine Struktur, die sich auch in einem Tiger symbolisieren kann. Das hat den großen Vorteil, gerade wenn ich Angstträume habe, dass ich sehe, dass wovor ich Angst habe, ist eine Kraft, die ist auch in mir und die kann ich mir zu eigen machen. Ja, also wie bin ich das Meer? Also wie ist in mir auch eine Schicht, aus der die Evolution im Land entstanden ist? Oder wie ist in mir eine Schicht, die sehr wild sein kann, aber dann auch wieder sehr klar. Das heißt, die Gestalttherapie macht das sehr viel. Alle Wirklichkeitselemente und Geschehnisse im Traum werden im Gesichtspunkt, wie bin das auch ich, analysiert. Und wenn da ich mit dem Tiger kämpfe
dann ist es, bin ich, ist mein bewusster Teil, der von mir weiß. Und den Tiger habe ich gedacht, der kommt aus dem Urwald, der hat mit mir gar nichts zu tun. Aber wenn er in meinem Traum ist, muss er ja mit dem, was ich bin, irgendwas zu tun haben. Und das lädt mich ein, mit dem ganzen Landschaft, die in meiner Seele ist, mich verwandt zu machen. Also Integrationsarbeit zu leisten. Und die jüngste Psychologie geht davon aus, dass der wichtigste Teil der Persönlichkeitsentwicklung darin besteht, die Trennungen zwischen Kategorien und mir und irgendwelchen Dingen, auf die ich mich beziehe, langsam aufzulösen und zu sehen, das ist alles menschlich, das ist alles Welt und das bin alles ich, weil es meine Welt ist. Und wenn meine Welt reicher werden soll, muss ich mehr von der Welt, auch das, was erstmal in das Korsett meines Ichs nicht reinpasst, reinnehmen. Und sehr viele Träume stellen sich so dar, dass ich eben mit Mächten zu tun habe, die ich überhaupt nicht verstehe, die mir ganz fremd sind, wo ich sagen könnte, geht mich nichts an, oder wo ich sagen könnte, ist ja interessant. Und das alles erkenne ich gar nicht als mich selbst. Ich will damit Dialog halten, um mich reicher zu machen, indem ich mehr Wirklichkeits- und Kulturelemente, die in meinen Träumen sich tummeln, zu meinen Gesprächspartnern mache und dadurch mein Reichtum entfalte. Also das ist die subjektstufige Deutung. Jetzt ist ja aber so, dass die Welt draußen ja auch wirklich existiert. Das heißt, es kann sein, dass ich, wenn ich mit einem Tiger kämpfe, dass jetzt gar nicht so sehr der Tiger in mir ist, sondern dass tatsächlich der Tiger für aggressive, möglicherweise unberechenbare Kräfte, die auch tatsächlich in meinem Umfeld existieren, stehen. Und wie verhalte ich mich zu denen? Also das war jetzt die subjektstufige Deutung. Und das ist dann die objektstufige Deutung. Das heißt, dieselben Traummotive, dieselben Geschehnisse werden als die Welt draußen erlebt und nicht als Projektion meiner selbst. Und dann kann ich mich fragen, wie beziehe ich mich auf die da draußen? Tatsächlich ist es ja psychologisch gesehen am Ende nicht zu unterscheiden, was ist denn wirklich draußen, was ist wirklich drin. Weil Wirklichkeit ja immer erlebte Wirklichkeit ist. Es gibt keine Möglichkeit, Wirklichkeit, unsere Wirklichkeit zu definieren, ohne dass es auch drinnen und auch draußen ist. Die jüngste Psychologie beschäftigt sich dann auch damit, zum Beispiel aus den Träumen innen Wirklichkeit draußen zu machen. Oder sie beschäftigt sich damit, die Wirklichkeit draußen zu interpretieren, als wäre sie ein Traum, um zu verstehen, warum ich ausgerechnet diesen Teilen der Wirklichkeit begegne. Also, das nennt sie, wenn man glaubt, da gibt es einen Zusammenhang, dann nennen die das Synchronizität. Das ist der akausale Zusammenhang zwischen individuellem Empfinden und tatsächlichen physikalischen Ereignissen. Also, ich hatte mal eine Ausbildungskandidatin, schon lange her, die war relativ unaufmerksam unterwegs und gerät auf diese Weise immer an Männern, mit denen sie Gewalterfahrung machte. Ja. Das war jetzt nicht unbedingt unser Thema in der Ausbildung, aber ich hatte mit ihr in Träumen gearbeitet. Und sie erzählte mir am nächsten Morgen etwas, was tatsächlich passiert ist. Sie ist nämlich mit ihrem Fahrrad ohne Licht auf einem Radweg gefahren und dann kam von der Seite ein Hund ihr in die Quere, brachte sie zu Fall und biss ihr ins Bein. Ja, jetzt ist das ja objektiv draußen passiert. Ich habe sie aber dann gefragt, angenommen, du hättest das geträumt, wovon würde das erzählen? Das bildet hundertprozentig ab, wie ich das mit den Männern mache. Ich passe mich auf, ohne Licht. Dann kommt mir was in die Quere, damit habe ich nicht gerechnet. Aber weil ich mich wo bewege, wo es nicht ungefährlich ist und dann noch ohne Licht. Dann komme ich zu Fall und dann werde ich gebissen, dann bin ich hinterher das Opfer. Besser kann man das, was ich mit den Männern veranstalte, auch nicht beschreiben. Nur, dass es jetzt halt kein Traum war und von daher symbolisch erzählt, was ich mit Männern mache, sondern weil, wie hat der Hund gewusst, dass er die Rolle spielen soll in dem Traum?
Und dann verschwimmen dann außen und innen. Und dann interpretieren wir manchmal das draußen wie ein Traum, um dessen Bedeutung zu verstehen. Aber wir fragen auch etwas, was in uns ist, wie können wir daraus Wirklichkeit draus machen? Das ist die Verschränkung von innen und außen, mit der sich die jungsche Psychologie beschäftigt. Eine Unterscheidung noch, dann bin ich fertig. Das sind die persönlichen Bedeutungen. Und die kulturellen Bedeutungen. Wir nehmen den Parameter vom Tiger. Die Frage, okay, Tiger hat man ja nicht in jedem Traum. Gibt es für dich eine persönliche Bedeutung von Tiger? Und dann sagt er, ja, habe ich vorher schon mal jetzt konstruiert als Beispiel. Wir haben früher in Asien gelebt. Dort gab es tatsächlich Tiger. Und meine Mutter hat mich deswegen nicht in den Zoo gelassen, weil sie selbst große Angst vor Tigern hatte. Und ich fand die Raubkatzen aber immer fantastisch, die haben mich fasziniert, habe aber die übernommene Ängstlichkeit mir lange mich der gebeugt und habe dadurch mich nicht gewagt, einem Phänomen, das ich immer als seelisch irgendwie für mich interessant gesehen habe, auseinanderzusetzen. Dann würde der nächtlich im Traum stattfindende Kampf mit dem Tiger sozusagen eine persönliche Bedeutung kriegen, weil sie etwas mit den persönlichen Welten, die dieser Mensch kennt, diese vielen Bühnen, die seine persönlichen Bühnen sind, zu tun haben. Das ist das eine. Das andere kann aber sein, der sagt, ich habe keine Ahnung, mich interessieren Tiger nicht, ich habe noch nie was mit Tigern zu tun gehabt. Das war, wir waren, der Kampf ist in einem Käfig, ich war auch noch nie in einem Käfig. Diese Dinge sind mir in meiner persönlichen Lebenswelt fremd. Dann kann man das machen, was man in der jungschen Psychologie Amplifikation nennt. Wir gehen davon aus, dass diese Inszenierung etwas vom Kulturwissen der Menschheit erzählt, die sich in uns zum Ausdruck bringt, wir aber nicht wissen, was wir wissen. Und das hat jetzt damit zu tun, dass der Jung davon ausgeht, und das wird auch durch neuere Forschungsansätze eher wieder belebt, dass das Kulturwissen der Menschheit sich genauso wie das biografische Gedächtnis über die Gene, über Auseinandersetzung mit Viren, Bakterien, mit klimatischen Einflüssen in uns auch irgendwie niederschlägt. Man ist ja jetzt in der Erforschung der Epigenetik, das heißt, man hat ja die Gene gefunden, die kennt ihr, das ist das Übliche, das sind 5% von diesem Genmaterial, und man hat gedacht, die anderen 95% sind Müll. Man hat gedacht, die 5% sind die Information, die sich nur über ganz langsam biologisch verändert. Mittlerweile hat man gemerkt, die 95% sind nicht Müll, sondern die Software. Und in dieser Software wird sowohl das Individuelle als auch das kulturelle Kulturerleben der Generationen abgespeichert. Das heißt, man hat eine Erklärung gefunden, wie man sich vorstellen kann, dass in uns Kulturwissen abgespeichert ist, ohne dass wir subjektiv in unserer Lebensspanne damit einen Kontakt hatten. Und es ist nicht ausgeschlossen, dass dieses Kulturwissen sich in unserer Sprache, in unseren Symbolen, in Träumen äußert. Wir wissen aber nicht, was sich da äußert. Das heißt, wir müssen wie ein Kulturforscher da dran gehen und fragen, was ist eigentlich ein Tiger für ein Ding? Und dann, Tiger ist eine Raubkatze, lebt, glaube ich, hauptsächlich in Asien. Tiger leben im Unterschied zu Löwen, nicht in Rudeln, sondern nur zur Paarung kommen sie, glaube ich, zusammen und so. Also ich kann Menschen machen mit Tigern, insofern eine schwierige Erfahrung, dass sie auch, können Tiger klettern? Ich glaube, sie können klettern, aber kommt jetzt nicht darauf an. Auf jeden Fall, da fällt mir ein Tiger von Eshnabur, da gibt es Romane, der Tiger hat die Menschen immer fasziniert, der stand für,
Und dann fängt jemand auf diese Weise an, sich zu fragen, was für ein Kulturphänomen, was für eine Kraft, die die Menschheit schon immer irgendwie beschäftigt hat, was für eine Symbolik zeigt sich in diesem Tiger und wird in mir wach. Und deswegen lohnt es sich für mich, mit diesem Teil des Kulturwissens Dialog zu halten, um ein kleines, in meiner persönlichen Biografie damit noch nicht befasstes Ich an ein größeres Kulturgut, das in mir geschlummert hat und das jetzt in diesen Träumen aufgewacht ist, in Kontakt zu bringen, in Dialog zu bringen. Und auf diese Weise, ihr kennt das vielleicht manchmal, dass ihr plötzlich über ein Wort stolpert, das ihr schon x-mal verwendet habt, und euch fragt, ist ja interessant. Also Verantwortung kommt ja von Antworten. Habe ich noch nie drüber nachgedacht. Das heißt, und das ist ein ähnliches Phänomen, das ist etwas, was ihr eigentlich gewohnheitsmäßig kennt in eurer Kultur, plötzlich fragwürdig wird und in der Auseinandersetzung damit ihr etwas versteht vom Kulturwissen eurer Zeit und euch als Persönlichkeit damit anreichert. Und das hat nichts mit Vorbildung zu tun. Also in mir, wenn ich schreibe, insbesondere wacht in mir oft eine Sprache auf, da bin ich einfach nur Blatt und ich pflege die. Ich habe immer nur maximal Jerry Cotton gelesen nach Mickey Mouse und Tarzan in der Kindheit. Ich stamme nicht aus einem bildungsgeprägten Haushalt. Ich habe in keinem Diktat, in keiner Sprache je besser als 5 geschrieben, war Legastheniker. Und in der Hinsicht fühlte ich mich oft ungut, weil in mir all das, was so bildungsmäßig zelebriert haben, war mehr ein Leerraum. Und ich habe gemerkt, da wacht eine ganze Menge auf und ich weiß nicht, wo das her ist. Es ist nicht aus meiner persönlichen Biografie, aber dadurch, dass ich mich damit auseinandergesetzt habe, habe ich mir davon viel zu eigen gemacht. Deswegen ist die Auseinandersetzung mit den Träumen auch eine Möglichkeit, das, was an Kultur in mir ist und durch irgendwelche Anlässe innen oder außen aufwacht, sich symbolisiert, weil es sich so erzählt, nicht in erklärender Sprache. Wenn ich damit Dialog halte, kann ich selbst mich kulturell anreichern in meiner ganz eigenen Art. Und das ist was anderes als die Ansammlung von lexikalischem Kulturwissen. Weil das ist eine Kultur, die in mir lebendig geworden ist, sonst hätte ich nicht geträumt. So, jetzt habe ich schon, sage mich mal, auch aus Fliegenbeinen Elefanten. Jetzt habe ich aus dem kleinen Thema ein ganz großes gemacht, oder? War es verständlich? Ja, war sehr gut. Ja, gut. So. Das ist auch der Grund, ich will das vielleicht nochmal methodisch mal kurz sagen, in dem Buch. Das ist ja so geschrieben, dass jeder Laie bezogen auf Träume und psychologische Arbeit mit Träumen arbeiten kann. Weil es nämlich sagt, diese Träume sind einfach eine Kulturerfahrung, mit der Dialog zu halten uns anreichern kann. Dazu muss man nicht Psychologie studiert haben, weil die Sprache ist in jedem. Und wenn ich mich mit einem Traum beschäftige, löst es in mir eine Resonanz aus. Und es ist sogar oft genug gut, dass ich nicht Psychoanalyse studiert habe, weil ich dadurch eingeengt worden bin in den Schablonen, wie ich mir vorstelle, was das bedeutet, sondern ich lasse einfach in mir kulturell zum Leben kommen, was der Traum in mir auslöst. Und dann halten wir Dialog darüber und entwickeln dadurch eine kulturvielschichtige Art der Kommunikationsbeziehung. Und das ist der Grund zum Beispiel, warum wir hier Spiegelungsübungen machen. Und das erfordert aber natürlich, dass man sagt, keiner muss Experte sein, sondern jemand kann einfach seinen Traum erzählen. Und die anderen dürfen einfach erzählen, was in ihnen anklingt, ohne den Anspruch, dass es dem gerecht wird, was der erzählt hat, dass es irgendeine Art von Deutung liefert oder dass es irgendeine Art von Verwertbarkeit liefert. Und dann ist es erstaunlich, dass, das habe ich hier schon öfters mal als Experiment gemacht, dass wenn jemand einen Traum erzählt und die anderen einfach zuhören und jeder guckt, wo es bei ihm funkt und sich beobachtet, wie man das lernt in der Spiegelung, zu bemerken, welche Wirklichkeiten das in mir kreiert, welche Haltungen, welche Stimmungen, welche Gedanken das weckt,
wo ich Impulse kriege, sozusagen in der Story was zu verändern oder Dinge in Frage zu stellen, Dinge, die der andere wichtig findet, selbst nicht wichtig zu finden, aber interessant finden, etwas, was der unbeachtet lässt, also das Verhältnis zwischen erzählter Wirklichkeit und selbst wichtig genommener Wirklichkeit beim anderen löst bei mir was ganz anderes aus. Und dann bieten wir uns das gegenseitig an und aus diesem Dialoggeschehen entsteht dann die Möglichkeit, sich mit diesen ganzen Themen und Schichten, die ich jetzt gerade beschrieben habe, auseinanderzusetzen, ohne, und das kann jeder. Da braucht man keine spezielle Vorbildung dazu. Und es ist vielleicht auch gar nicht so wichtig, wie treffend das im einzelnen Fall ist, als dass man überhaupt bereit diese Dialoghaltung entwickelt. Aber ich habe hier schon erlebt, dass in den Gruppen ist ja wirklich Psychologie nicht vorherrschend, dass derjenige auf diese Weise Spiegelung gekriegt hat zu seinem Traum, die hätte ich als jemand, der sich seit 40 Jahren mit Träumen beschäftigt, zu dem Traum auch nicht reichhaltiger bieten können. Also bin auch einfach begeistert über die poetische Kompetenz, die in uns steckt. Und das ist ein Jammer, dass wir das so wenig nutzen, auch so wenig zur Bildung nutzen. Und deswegen legen wir hier so einen großen Wert drauf. Ich bin ja hier ein bisschen außer Atem gekommen, bis ich gemerkt habe, was ich euch alles erzählen will und gedacht habe, wie kriege ich das alles in einer halben Stunde unter? Hast du genau in einer halben Stunde alles umgemacht? So, jetzt kann ich mich entspannen, weil jetzt muss ich ja nur noch beraten. Das mache ich auch seit 40 Jahren. Das ist eine kleinere Übung. Je nachdem kann es sein, dass ich zwischenrein euch einlade für einen Moment, einfach mal gucken, was in euch aufwacht. Weil es geht nicht darum, auf die Knie zu fallen, wie toll der Bernd Schmidt mit Träumen umgehen kann. Es geht darum, dass ihr merkt, dass es eine Sprache ist, die ihr besser sprecht, als ihr gedacht hättet, die aber in unserer Kultur nicht abgefordert wird und die nicht verfeinert wird normalerweise in unserer Kultur, was ein Jammer ist. Weil Komplexität reduzieren heißt Sinn erzeugen. Und wenn wir nicht lernen, Sinn zu erzeugen, kommen wir mit der explodierenden Komplexität in unserer Welt nicht zurecht.